Willkommen zur zweiten Übung zu Kim. Jetzt möchte ich dir zeigen, wie man Farben verwischen kann und das bei Fotos ganz gezielt einsetzen kann. Ich begebe mich jetzt hier, nämlich um eine Beispielgrafik zu holen, zur Internetadresse www.gimp.lernen.at. Wenn ich darunter gehe, habe ich dann auf dieser Seite die entsprechenden Beispielgrafiken zu meinen Übungen. Hier mal die erste. Wir sehen hier eine junge Frau mit ihrem Freund und dessen Bruder. Diese Grafik könnte ich mir jetzt wohl nämlich rechte Maustaste Grafikspeicher unter zum Beispiel verwende, je nach Browser, den ich verwende, oder rechte Maustaste Grafik kopieren. Und ich gehe dann bei GIMP hinein, bei Ubuntu mache ich das jetzt so, und bin schon im Ubuntu drinnen und kann jetzt hier dann eine Grafik, die ich vorher in den Zwischenspeicher kopiert habe, dann hier hereinholen, indem ich rechte Maustaste, dann geht dieses Menü hier auf, und dann wähle ich mir aus Erstellen aus Zwischenablage. Ist jetzt hier innen schön zentriert und ich möchte zwar nur in bestimmten Bereiche bearbeiten, dann will ich mir hier die sogenannte rechteckige Auswahl, ziehe mir diesen Bereich auf, den ich bearbeiten möchte. Ich kann diese Auswahl auch noch etwas verändern, wenn ich in die Ecken gehe, kann ich sie herunterziehen, könnte das hier so aufziehen, dass der Bruder in dem Fall nicht mehr dabei ist. Ja, so bin ich zufrieden. Ich könnte das jetzt hier daher gehen, auf Bearbeiten ausschneiden. Schneide mir also den Bereich aus, den ich gerade ausgewählt habe, der ist hier verschwunden. Und kann wieder über rechte Maustaste Datei erstellen als Zwischenablage, das mir einfügen. Bei GIMP haben wir hier die Möglichkeit, dann zwischen den geöffneten Fenstern hin und her zu springen. Ja, in dem Fall bin ich jetzt hier. Und ich möchte jetzt hier dann den Hintergrund verwischen. Dazu verwende ich hier dieses sogenannte Verschmieren-Werkzeug. Und ich habe hier unten auch wiederum mehrere Einstellmöglichkeiten. Ich könnte jetzt hier die Größe meines Verschmierstiftes praktisch verkleinern. Gehen wir hier auf 20 zum Beispiel. Und hier die Rate. Also wie heftig verschmiert wird, setze ich einmal herunter. Und es würde sich jetzt hier empfehlen, zum Beispiel aus dieser Mauer, die da hinten ersichtlich ist, dann zum Beispiel einen Springbrunnen zu schmieren. Ich fahre da hin, geht dann hinauf, es wird dann verschmiert und da sieht man schon, dass das ziemlich lang dauern würde. Damit das nicht so lang dauert, setze ich hier mal die Rate herauf, fahre mit der Maus hierher, dann verändert sich der Mauszeiger. Ich setze die Rate schon auf 63, probiere es noch einmal. Und man sieht schon, dass das Ganze noch erfolgreich ist, ich setze noch weiter rauf und gehe dann vor allem hierher und vergrößere meinen Pinsel hier, man sieht schon, dass es vergrößert hat und es tut sich schon mehr. Ich muss schauen, dass ich dann nicht den Freund dann erwische. Man kann dann hier verschiedene Richtungen, kann ich hier aus dem Weißen dann wegstreichen. Um es nochmal zu zeigen, wenn ich hier zum Beispiel streichen würde, würde es nicht weiß verschwinden. Verwischt werden, sondern einfach nur die Farbe, die ich beim ersten Mal mit der linken Maustaste auswähle. Und so kommt der Hintergrund, wird der ziemlich undeutlich. Ich könnte auch hierher gehen zum Beispiel und dann hier etwas hinein, das hineinbringen, dass dann dieses pinke Oberteil etwas vergrößert wird zum Beispiel. Dementsprechend kann man das Ganze dann auch so machen. Ja. Als nächstes würde es sich anbieten, hier zum Beispiel das Ganze dann abzuspeichern. Das geht bekanntermaßen ja unter, bei GIMP dann ganz einfach, rechte Maustaste, Datei, speichern und erzeugt die XCF-Datei. Machen wir das einmal. Das ist also die GIMP-eigene Datei. Ich wähle mir jetzt hier zum Beispiel Dateiname 003 aus, XCF, klicke auf Speichern. Mit der Datei könnte ich später auch dann weiterarbeiten und ich kann es auch exportieren, mit Datei exportieren. Man könnte zum Beispiel als PNG-Grafik dann exportieren. Klick auf Exportieren. Hier wiederum die Einstellung der Kompression. Niedrige Qualität, wenn ich sie hoch einstelle. Ich verkleinere das jetzt, diese Kompression, das wird also nicht ganz so stark verkleinert. Das wird dann hier gespeichert, wenn ich mir dann anschauen möchte. Man kann es so machen, indem ich hier in den Ordner gehe, in dem ich es gespeichert habe. Das wäre hier die PNG-Datei zum Beispiel. Und hier ist die GIMP-eigene Datei. Und da
hat es natürlich einen Sinn, dir das jetzt gleich einmal zu zeigen. Ich gehe nochmal in GIMP hinein. Wenn ich jetzt hier dann, jetzt habe ich noch minimiert, gehe nochmal hinein. Wenn ich GIMP jetzt hier schließen möchte, kann ich auf Datei gehen, beenden. Ich habe noch eine hier ein geöffnetes Fenster, das kann ich jetzt verwerfen. Das war meine allererste Grafik. GIMP ist nicht mehr geöffnet. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel hergehen würde und GIMP wieder starten würde, ich gehe jetzt hier in dem Fall zum Dash hinein, starte wieder GIMP, könnte ich dann über rechte Maustaste Datei öffnen, könnte ich dann die XCF-Datei dann wieder hereinholen und könnte dort dann weiterarbeiten, wo ich zum Schluss war. Das ist hier diese 003 XCF-Datei, klicke auf Öffnen und ich habe sie hier und habe alle Einstellungen, die ich zum Schluss hier auch verwendet habe, wieder da und könnte da jetzt an der Stelle dann auch dementsprechend dann weiterarbeiten.